In Frank Rosins Abwesenheit stellt Ausstatter Floh mit den Betreibern das Waffelwunder komplett auf den Kopf. Alles soll sich verändern. Perfekt, würde ich sagen. Puppi, guck mal. Ist das abgeschnitten im Wasser? Nee, ich habe das hier einfach nur hochgetackert. Das Café nimmt Gestalt an. Und 3 Wochen später ist Frank Rosin erneut auf dem Weg nach Thüringen. Ich bin gespannt, wie Geli und Dominik drauf sind. Das war ja schon so ein bisschen, dass ich nicht so richtig an sie rankam. Ne? Ja. Die Kritikfähigkeit war bis dato auch sehr begrenzt. Sie damit aber sehr, sehr schlecht klarkommt, wenn man ihr den Spiegel vorhält. Ja. Was sagt ihr zu der Kritik, dass es den Leuten nicht geschmeckt hat? Das ist auch wieder Geschmackssache. Sie sitzt da und sagt, nö, finde ich gut. Wenn man die Leute fragt, hat es geschmeckt? Dann sagen sie, ja, es hat geschmeckt. Und sie bestellen es ja auch immer wieder. Wir fahren jetzt erstmal zu ihr nach Hause. Und da möchte ich mal so ein Vorabgespräch führen. Das kann man zu Hause meistens am besten, wenn man so ein bisschen zur Ruhe kommt und so. Also hält der Sternekoch kurzerhand Einfahrt in Gelis Wohnviertel. Kann das angespannte Verhältnis gekittet werden? Als ich wusste, dass er kommt, war ich natürlich aufgeregt, weil dieser Moment, wie wir uns verabschiedet haben, und dann war es ja dieser Cut und ich konnte mich nicht erklären. Und das war ja das Schlimme, dass er mich nicht so kennengelernt hat, wie ich wirklich bin. Und dann dieser Moment, er kommt wieder. Und bekomme ich das hin, mich zu öffnen? Oh, hast du mich schon gehört? Ja. Hello. Hello. Na? Na? Trautes Heim. Mhm. Ach, was schön. Wie geht's dir? Gut. Aufgeregt. Wie war die Zeit jetzt? Sehr intensiv. Die Leute sind sehr neugierig. Das glaube ich. Wie waren die Geschäfte? Sehr gut. Schön. Die neuen Waffeln sind super angekommen. Ach, habt ihr die schon gemacht? Ja. Ah, da wird Schlacht. Und was haben die Gäste zu dem Preis-Leistungs-Verhältnis? Überhaupt nichts. Überhaupt nicht. Völlig in Ordnung. Guck mal. Das ist doch mal eine gute Nachricht, oder? Ja. Wie viel mehr Umsatz habt ihr gemacht jetzt? Also wir haben im Schnitt gute 200 Euro mehr. Am Tag? Ja. Das ist ja schon angekommen. Mhm. Für mich ist es wichtig, dass du merkst, dass die wichtigste Arbeit die ist, dass du an dir selber arbeitest. Mhm. Ich brauche meinen Moment, ich muss drüber nachdenken. Das habe ich gemacht, als ihr dann wieder gefahren seid, und habe gemerkt, dass ich doch viele Fehler gemacht habe. Ich ärgere mich total über mich selber, weil das Dinge sind, die eigentlich ganz normal sind. Und dann kommst du und gongst mir eine. Ich fange an zu bocken, habe ich auch gemacht. Ich habe komplett zugemacht. Du bist nicht mehr an mich rangekommen, niemand mehr. Also es ist nicht so, dass ich faul bin, sondern es ist hier wirklich leer. Ich bin nicht, dass du faul aber bist. Ich fühle mich da gerade etwas angegriffen. Diese Haltung ist sehr, sehr schwierig. Wenn du das nicht ablegst, dann wird das hier eine ganz kurze Reise. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Und dann hatte ich halt Zeit, drüber nachzudenken, und habe festgestellt, scheiße, hätte ich selber drauf kommen müssen. Ich habe halt auch verstanden, warum er da ist, was es für einen Sinn macht, und dass man auch einen anderen Weg gehen kann. Zum neuen Weg gehört unter anderem die neue Speisekarte, die Geli mit ihrem Mann gestaltet und durchgerechnet hat. Schoko, Bratapfel. Ist das nachkalkuliert worden? Habt ihr darüber nochmal gerechnet? Ja. Und sind die Preise angepasst worden? Ja. Ein Rührei für 3 Euro, zu wenig. Pfanne anmachen, Computer rein, wird gemacht. In der Preisrange, 20 Cent mehr, wird den Kunden nicht dazu bringen, nicht zu kommen. Mhm. Du musst stolz darauf sein, was du machst. Und du musst sagen, das ist mein Job, den muss ich so bezahlt bekommen. Und es wird auch so sein, das ist nur deine innere Unsicherheit. Mhm. Die Karte ist gut, sie ist auf jeden Fall besser. Das gehst du nochmal durch. Mhm, mach ich. Dein Mann ist im Laden? Gut, wollen wir da hinfahren? Gerne. Gut. Du weißt Bescheid? Ja. Wir finden das gut bis hierhin. Gar nicht so schlecht. Ja? Ja. Wirklich gut. Das macht mich stolz. Ja, ich find's gut. Ich find's wirklich gut. Ich bin auch stolz auf dich.
Das Eis ist geschmolzen. Geli kann nun konstruktive Kritik annehmen und umsetzen. Derweil im Waffelwunder ein neu kreiertes Café-Schild samt Logo lockt künftig die Laufkundschaft an. Und Flo setzt letzte Akzente im Gastraum. Das Konzept hier war einfach, das in die Jetztzeit zu bringen in erster Linie. Das ein bisschen moderner zu machen, das ein bisschen mehr auf Geli abzustimmen, das alles ein bisschen runterzufahren, ein bisschen nüchterner, ein bisschen cleaner zu machen, ein bisschen mehr Konzentration aufs Produkt zu bringen. Ich kann es schon sehen. Waffelwunder. Und Flo hat jetzt schon gute Arbeit geleistet, das sehe ich. Wollen wir mal gucken? Ja, gerne. Hereinspaziert. Das Wunder möchte bewundert werden. Jawohl. Guck mal. Ah, mit der Schrift hier. Hey, hi. Wie hast du Geli erlebt die letzte Zeit? Also ich habe jetzt so die erste Zeit meine Frau ja etwas niedergeschlagen erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also jetzt so, wo wir jetzt das Ganze auch gesehen haben, wie sich das verändert oder wie sie das halt auch gesehen hat, ging es ihr auch besser. Und habt ihr auch über deine Zukunft oder eure Zukunft gesprochen? Also sie hat mich jetzt erstmal für 30 Stunden eingestellt hier. Ah, echt? Ja. Super. Genau. Aber auf die Dauer werden wir es auch nicht machen, weil privat und Arbeit geht nicht. Gut, das ist eure Entscheidung und das respektiere ich auch. Punkt. Es ist schön, dass er da ist. Es beruhigt mich auch im Moment. Ich brauche mir keine Sorgen machen, was gut ist. Aber es gibt auch einen anderen Weg. Und den werden wir so langsam auch finden. Aber wir haben halt Zeit jetzt. Ich glaube, wenn Sie jetzt richtig Gas geben, ja, dann haben Sie auch eine ganz große Chance. 200 Euro mehr am Tag ist richtig viel Geld. Wenn wir jetzt 400 oder 600 sogar schaffen, ja, dann wird das hier eine riesen Nummer. Die letzten Vorbereitungen vor dem finalen Testessen laufen an. Noch heute muss alles fertig werden und alle machen mit. Ich glaube, den Leuten gefällt das jetzt besser als vorher, hoffe ich. Und ja, ich habe ein gutes Bauchgefühl. Mama, was glaubst du, wie viele Sterne kriegen wir morgen? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir morgen so 4,5 Sterne bekommen. Jetzt geht draußen die Werbung an. Denn das neue Schild kann einiges. Sieht richtig cool aus. Ich finde, das sieht total geil aus. Vor allen Dingen siehst du, wenn du oben bist, siehst du auch, alles klar, das Waffelwunder hat auf. Das ist schon echt cool. Oder? Ja. Sieht schön aus. Gefällt mir. Ich freue mich halt für meine Frau. Das ist wie so eine kleine, ja, es ist ja eigentlich eine kleine Wiedereröffnung, ja, aber es ist dann halt wirklich ihrs, die Einrichtung und so weiter. Das war ja alles noch so vom Vorgänger gewesen und so kann sie halt wirklich sagen, das ist jetzt ihrs und kann dann halt auch voller Stolz nach vorne gucken dann und dass es halt alles ordentlich läuft dann, ja. Und schon ist er da. Der große Finaltag in Nordhausen. Heute will Geli ihr Wunder wahrmachen und alle von der Veränderung überzeugen. Waffelwunder, großes Finale. Selten habe ich vor einem Finale so ein wirklich gutes Gefühl gehabt. Denn auch wenn die Arbeit schwer war, emotional war, eine menschliche Herausforderung war, ja, hat man trotzdem gesehen, es wurde gearbeitet, man ist über seinen Tellerrand wirklich buchstäblich gesprungen. Und jetzt muss diese ganze Energie nur auf diese Testesser übergehen, weil die entscheiden. Hallo. Hallo. Nase, alles gut? Wie gefällt's euch? Sehr gut. Sehr gut, aufgeräumt, ne? Das altbackene Café-Schild des Waffelwunders wurde durch ein zeitgemäßes, schickes Logo ersetzt. Der stilistisch zusammengewürfelte Gastraum ist nach allumfassenden Renovierungen kaum wiederzuerkennen. Die in die Jahre gekommene American Diner Couch hat gemütlichen Kaffeetischen Platz gemacht. James Dean und die anderen Graffiti sind einem frischen Anstrich gewichen. Nur Gelis Hollywood-Liebling Marilyn durfte bleiben. Jedoch nicht als direkte Wandbemalung.
Statt liebloser Dekoration schmücken nun Vintage-Vasen, Serviettenhalter, ein stylisches Neonschild und eine Wandkarte das Café. Die Theke in Rallye-Optik ist Geschichte. Auch hier frische Farbe und das neue Logo. Ich bin happy, total happy, denn es war eine harte Arbeit und emotional schon manchmal wirklich an der Grenze. Dennoch ist das bewundernswert, wie wir gemeinsam alle als Team euch bis hierhin einen neuen unternehmerischen Status gegeben haben. Ich habe mich neu kennengelernt, ich bin ruhiger geworden, denke erst nach, bevor ich reagiere und lasse auch mal Veränderungen zu. Das waren so Punkte, die ich ja nie gemacht habe. Wir sind auf dem richtigen Weg. Und das kann ich nur sagen, Team und ich, wir sind super happy, dass die Mama jetzt mehr Zeit für dich hat, ja. Dass der Papa jetzt auch einen starken Platz hier hat, bis auf Weiteres, ja, und dass ihr daran strukturell sehr gut wachsen werdet. Ja, dann würde ich nur sagen, Finale, oh, Finale. Und das ist das Stichwort für Gedi und Dominik, nun die vielbeschworene Mise en Place, also die Vorbereitung der Küche für alle Back- und Kochabläufe an den Start zu bringen. Denn in nur 30 Minuten trudeln die ersten Testesser ein. Wenn wir jetzt alles vorbereitet haben, habe ich eigentlich ein relativ gutes Gefühl fürs Finale. Ich muss gucken, dass es dann halt schnellstmöglich rausgeht. Wird zwar ein bisschen schwierig, weil es halt immer unterschiedliche Gerichte sind, aber solange das Tischweise alles gut funktioniert, sollte es gut klappen. Mit routinierten Handgriffen schwenkt Dominik die Äpfel durch und nur einen Wimpernschlag später ist der Abend angebrochen.